Wo sehen Sie das Zentrum in diesem Gebiet und wohin soll sich dieses folglich entwickeln? Ist es überhaupt notwendig, einen Ort als Zentrum zu definieren? Ja, Zentrum ist sehr wichtig. Aber leider, Siebenhänden hat kein Zentrum. Ich sehe auch kein Zentrum. Ich bin schon lange nicht, weiß ich nicht, wo ist das Zentrum. Zentrum für mich wäre ein normaler Mittelbund. Wo kann jeder dorthin gehen? Mit Kinderwagen oder mit Auto oder zu Fuß oder mit Fahrrad. Das ist nicht möglich. Das ist Zentrum. Aber Siebenhänden hat nur reine Ketzerkassestraße durch und fertig. Wo ist das Zentrum? Das ist eine gute Frage da in der Region. Ja? Wenn ich jetzt eigennützig bin, sage ich, das ist das Wiener Tierschutzhaus. Ja? Aber nein, wir haben uns das eigentlich auch schon öfter gefragt, wo da eigentlich wo das Zentrum wäre. Ist es jetzt die Station in Siebenhirten? Ist es das Ortszentrum von Vösendorf? Nur das ist ja auch irgendwie so zersprakelt und Straße da, Straße dort. Ja, das ist so wirklich die Frage. Das kann man eigentlich, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wo genau das Zentrum ist. Das sagt wahrscheinlich jeder da in der Umgebung was anderes. Oder vermutlich dort, wo er halt wohnt. Ja. Es gibt de facto für diese Region, finde ich, kein Zentrum. Ob es notwendig ist oder nicht, ich bezweifle es ein bisschen, ob es eins geben muss, in der jetzigen Konstellation, so wie jetzt die Situation ist vor Ort. Also das Zentrum in Vösendorf ist eindeutig hier im Schlosspark Vösendorf. Wir haben hier das Gemeindeamt angesiedelt mit Notar, mit der Bank. Es ist die Feuerwehr gleich hier, es ist das Rettungsgebäude gleich hier. Also hier sind wirklich alle Einheiten. Wir haben in Siebenhirten leider kein Zentrum, da ja der 23. Bezirk aus lauter Gemeinden zusammengezogen wurde. Und jetzt haben wir, und in Siebenhirten ist durch das die Ketzergasse, solange es und die Geschäfte nur da sind, es ist kein Platz, es ist kein richtiger Ort für ein Zentrum. Es wäre schön, wenn wir eines hätten, aber leider. Ob Zentren wichtig sind, also ich finde schon. Ja. Also dass es einen gewissen Ortskern oder halt ein Zentrum der Region geben sollte. Erstens einmal ist es ein wichtiger Ort der Begegnung, der Kommunikation. Ja. Sowas gibt es da eigentlich nicht. Ja. Ich mein, wenn man jetzt böse ist, sagt man, es ist die Shopping City. Und trotzdem sind solche Orte, ich sag jetzt mal die Bar sozusagen, hier war es ein Bar-Restaurant, das sind eigentlich die natürlichen öffentlichen Orte. Der natürliche öffentliche Vorort der Bar ist der Vorstadt ist die Bar, weil sie einen Gastgeber hat. Was ist ein Zentrum? Zentrum ist für mich ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und das kann natürlich auch in so einem Raum wie hier sein. Es muss nicht definiert sein durch Post, Kirche und Gasthaus, so wie früher, sondern einfach ein Angelpunkt, wo Menschen zusammenkommen. Und gerade in so einer Gegend wie hier, wo man sieht, dass es erst eigentlich im Aufbau oder im Umbruch ist, ist vielleicht die Zentrumsdefinition nicht die übliche. Wie entstehen vom Rest der Siedlung abgetrennte Wohninseln und was veranlasst Menschen, sich an so einem Ort niederzulassen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Leute bewusst und freiwillig sich diese Situation ausgesucht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es früher anders war, als sie hergezogen sind und sich durch den Städtezuwachs und den Verkehr, der immer größer geworden ist und die Straßen, die immer weiter ausgebaut worden ist, erst diese Situation entstanden ist. Und dass sie jetzt quasi gefangen sind in ihrer eigenen Wohnsituation und von dort nicht mehr wegkommen können oder keine andere Möglichkeit mehr haben und mit der Situation noch klarkommen müssen. Ja, ich glaube, durch günstige Grundpreise, die Wohnungen sind dadurch günstiger und die Leute hoffen, dass dann vielleicht Lärmschutzwände aufgestellt werden und eben dort wohnen wollen oder müssen. Also solche Inseln sind meiner Meinung nach entstehen eher durch eine nicht wirklich gut überlegte Raumplanungspolitik. Weil in diese Siedlungsgebiete kein öffentlicher Verkehr fährt oder nicht in alle ein öffentlicher Verkehr fährt, haben wir das Sonderangebot für unsere Volksschulkinder, dass sie gratis aus diesen Wohnsiedlungen abgeholt werden und zur Volksschule gebracht werden. Als kleinen Ausgleich für die schwierige Wohnsituation. Also ich glaube, dass das zu einem großen Teil daran liegt, dass die Menschen halt unter sich sein wollen. Ja, dass man sagt, okay, man oder auch dieses vielleicht ein bisschen
dörfliche oder, wie soll man sagen, Schrebergartensiedlung-mäßige, dass das vielleicht wirklich die Leute anzieht, weil sie sagen, okay, sie sind da irgendwie in einem geschützten Bereich. Vielleicht geht es da ein bisschen auch um das Thema Schutz generell, ja, weil man immer sagt, die böse, böse Großstadt, ja, da passiert so viel und so weiter, dass man sagt, okay, man zieht vielleicht irgendwo an so einen abgeschiedenen, abgeschlossenen Ort. Also wenn ich so eine Wohninsel sehe, dann muss ich an Asterix denken, an einen abgeschotteten Ort. Ich glaube, dass Personen sich nicht freiwillig diese Situation aussuchen, sondern dass sie einfach durch die Umstände dazu gebracht wurden, auf dieser Wohninsel zu leben. Wahrscheinlich durch eine brutale Verkehrspolitik, die große Straßen oder Autobahnen durchzieht durch Wohngebiete. Und dass eben die Menschen deswegen auf diese Wohninsel gezwungen werden. Wie sind die Wohninseln hier entstanden? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich da so genau nicht aus. Die Recherchen zu der Gegend nicht gemacht. Ich kenne solche ähnlichen Wohninseln aus vielen Gegenden, aus Köln, Paris, anderen Vorstädten. So häufig sind die aus den 20er und 30er Jahren, dass die als Schrebergartensiedlungen entstanden sind und dann nach und nach befestigt wurden. Diese Wohninseln haben einen historischen Hintergrund. Also die erste, die Sie angesprochen haben, ist in den 1920er Jahren entstanden. Dort wurde eigentlich auf günstigem Grund gebaut. Vösendorf war eigentlich immer ein Ort, der leider sehr dezentral war. Das heißt, wir haben ein Ortszentrum, einen Ortskern, aber verschiedene Siedlungsgebiete, die relativ schwer zu erreichen sind mit dem öffentlichen Verkehr. Welche Rolle spielen Relikte aus alten Zeiten für die Identität dieses Ortes und sollen sie erhalten bleiben? Denkmalschutz ist für uns in Vösendorf sehr wichtig, wird auch sehr viel wahrgenommen. Wir haben hier dieses Schloss, wo das heutige Gemeindeamt drinnen ist, von der Marktgemeinde Wien oder Stadtgemeinde Wien gekauft vor vielen Jahren und renoviert. Es gibt hier in Liesing, also im Grenzgebiet, wenige, aber deswegen ist es umso wichtiger. Also ich bin ein Fan von alten Gebäuden. Deswegen glaube ich, wäre es wichtig, sie einzubeziehen. Ja. Unbedingt erhalten, denn es ist spannend, diese Relikte zu sehen. Wie man sieht, kann man auch Raum oder Wohnraum rund um diese Relikte bauen oder gestalten. Ich muss daran denken, wie ich zuletzt in Barcelona war, ist mir das aufgefallen, dass man zwei alte Mühlen einfach in das Stadtbild integriert hat. Das war wirklich spannend und interessant. Und verleiht einfach dem gesamten Raum auch das gewisse Etwas. Es erinnert eben an die Geschichte dieses Stadtteils, was hier gemacht wurde. Und dieses Niederreißen und Plattmachen, nur um gleichförmigen Wohnraum zu schaffen oder Industrieflächen, das sollte man lieber unterlassen und stattdessen versuchen, solche Denkmäler einzubauen in den Raum. Also ich persönlich finde das generell jetzt, nicht nur in Siebenhirten, sondern generell Relikte zum Stadtbild, zur Identität einer Gegend gehören. Und ich finde, die sollten auch in einem modernen Revitalisierungskonzept Platz haben dürfen und Platz haben sollen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel die Teufelsmühle am Wienerberg. Ist zwar nicht denkmalgeschützt, aber trotzdem wollen wir sie erhalten. Wir hoffen, es kommt einmal ein Käufer, der sie übernimmt. Und dann gibt es noch in der Lempegasse eine Kapelle, die auch schon sehr viele Jahre hier steht, die ist aber denkmalgeschützt. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, da gegenüber gibt es einen alten Militärbunker, den könnte man sicherlich zum Beispiel in einem Veranstaltungsort umfunktionieren oder gewisse Dinge in Siebenhirten in ein Museum verwandeln zum Beispiel. Also ich finde nicht, dass die weichen sollten, weil das gehört einfach zur Geschichte des Ortes, zur Geschichte der Gegend und man kann sie auch entsprechend nutzen. Ja. Weil eben Denkmalschutz unheimlich wichtig ist, sich eine Gemeinde mit ihrer Vergangenheit unheimlich identifizieren sollte und können muss. Von dem, was wir hier gestern gesehen hatten, war da wenig, was so wie es jetzt steht, eine Aura entfalten würde, wo man spontan sagen würde, das muss unbedingt stehen bleiben. Aber vielleicht sollte man gerade daran arbeiten, diese Gebäude so einzubauen, dass sie diese Aura entfalten können. Wir sind an einer alten Seifenfabrik vorbeigekommen, die das Potenzial dazu hätte. Sie bestand aus einem Schornstein, der auch einen ganz schönen Abschluss oben hatte, und etwas Schmucken, mehreren Hallen und einem Holzschuppen.
Ja, das befindet sich da hinter mir, dieser spannende Turm. Wahrscheinlich hätte man den schon leichtfertig gesprengt, um auch Platz zu schaffen, aber äußerst interessant und wer weiß, wovor man nützen könnte. Finde ich toll, das ist sehr wichtig eigentlich, ja, etwas zu haben. Und man kann auch viel machen für die Touristen. Ich hätte ihn nicht bemerkt. Erst nachdem ich näher gekommen bin und sich Türen geöffnet haben und der Raum sich geöffnet hat, ist er mir aufgefallen. Was soll mit großen Brachflächen am Stadtrand passieren? Mein Herz hängt immer sehr an den Brachflächen, besonders innerhalb städtischer oder mehr oder weniger städtischer Kontexte. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man sie für sich betrachtet, weil sie unheimlich strukturreich sind. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit einem Parkplatz, da hat man vielleicht noch die Kiesel, die im Asphalt liegen, die ein bisschen Struktur machen und ansonsten die Zeichnung. Dahingegen hat man auf Brachflächen, auch auf spärlich bewachsenen Brachflächen, ja unheimlich strukturreiche Zeichnungen meistens. Der andere Grund ist, dass sie die Wahrnehmung unheimlich auffrischen, wenn man aus ihnen, also aus der umgebenden Stadt sozusagen kommend, in sie hinein und auch wieder hinaustritt, weil man jedes Mal weil man sich jedes Mal sozusagen wieder der Bedingungen, was eine Stadt überhaupt ist, wieder bewusst wird. Man betritt ja jedes Mal sozusagen aus der Wildnis, in einem übertragenen Sinne eine Wildnis, wieder in die Zivilisation hinein. Wenn man sich so einen Ort anschaut wie hier, wo wir uns gerade befinden, dann absolut, es hat seinen Reiz in einer Welt, wo alles klinisch geordnet, sauber strukturiert ist, sind das so quasi die letzten Horte des Chaos in der Stadt und haben absolut einen Reiz. Vielleicht nicht für die Anrainer und Nachbarn, die auf die Brachfläche schauen müssen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das stört. Man weiß vielleicht auch nicht, wer sich einschleicht, was auf diesen Plätzen gemacht wird. Für Kinder extrem reizvoll. Wir sind aufgewachsen in meiner Generation noch mit zahlreichen Brachflächen im städtischen Bereich, wo man gesagt hat, wir gehen auf die Stätten spielen. Also herrlich, um sich auszutoben und ist in dieser heutigen Welt eigentlich kaum mehr vorgesehen. Es sprechen natürlich viele Interessen dagegen, weil jede Brachfläche steht da und ruft direkt nach einem Investor, um das auszunützen mit Wohnraum, mit Geschäften. Ungenutzte Flächen sind nicht gerne gesehen, aber für mich persönlich extrem reizvoll in dieser geordneten Stadtwelt. Diese Brachflächen sind sehr wertvoll, auch für Betriebe, die sich neu ansiedeln wollen, für Themen der Logistik. Also ich bin ein Fan, dass das eher in eine betriebliche Nutzung übergeht und vielleicht in Kombination mit kultureller Nutzung. Jedenfalls kein Wohnbau und jedenfalls kein Einkaufszentrum. Wohnraum zu schaffen am Stadtrand ist aus unserer Sicht nicht wirklich sinnvoll. Beziehungsweise ist es auch so, dass Vösendorf mit derzeit 3.300 Haushalten fast schon an der Grenze der Machbarkeit angelangt ist und weiterhin noch 500 in den nächsten 5 Jahren noch 500 Wohnungen dazukommen werden. Natürlich könnte man auch andenken, dass man irgendwas drauf baut. Ja, nur jetzt wieder irgendwie die nächste Fabrikhalle oder der nächste Supermarkt, der irgendwie rausgestoßen wird, ob das wirklich einen Sinn macht. Also da wäre ich schon eher dafür, dass man vielleicht sagt, man macht eine Grünfläche oder man macht Sportanlagen draus. Oder man baut halt was hin, was wirklich Sinn macht. Ja, irgendwie sind wir wieder beim sozialen Jugendzentren, solche Dinge, ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, so brach liegen zu lassen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, weil das ist einfach hässlich. Ja? Also entweder man macht da dann wirklich einen Naturpark draus oder irgendwie ein Erholungsgebiet, wie auch immer das dann ausschauen kann. Ja? Oder man stellt was Sinnvolles drauf, aber halt nicht einfach die x-te Halle, von denen gibt es da in der Umgebung eh genug. Ja? Ich glaube, dass in nächster Zeit auch dort nur weitere Märkte dazukommen werden. Meiner Meinung nach wäre es vielleicht sinnvoller, mehr Wohnflächen oder Parks einzubauen oder hinzustellen, damit die Gegend wieder belebter wird, weil so ist es nur eine tote Gegend, wo die Leute einkaufen gehen und dann nach den Einkaufszeiten
ist es quasi ein toter Stadtteil, in dem nichts mehr passiert. Wie können Parkplätze besser ins Siedlungsbild integriert und mit anderen Nutzungen kombiniert werden? Ich finde die Hauptfrage, wie man überhaupt zu weniger Autos kommt, dass man weniger Parkplätze braucht. Die Parkplätze selber finde ich nicht so das Problem. Wie gesagt, vorausgesetzt, es ist genügend Platz, den man in solchen Gegenden ja eher hat. Und vorausgesetzt, man findet für die Sammelparkplätze dann sozusagen eine vielfältigere Nutzung. Ja, wie schon erwähnt, die Nachfrage nach Parkplätzen ist eben groß und dadurch steht man jetzt im Zwiespalt. Soll man viele Parkplätze für die Autos anbieten und dadurch wenig Fläche verbrauchen oder eben auch es so einbauen, dass es auch ins Stadtbild passt? In Vösendorf ist es jetzt so, dass viele Parkflächen auch überdacht sind. Das könnte man jetzt so lösen, dass man grüne Flächen auf den Dächern installiert, um dadurch das besser ins Stadtbild zu integrieren. Oder ein, zwei Bäume so pro Parkreihe, da wird man auch nicht so viel als Parkfläche jetzt verbrauchen, aber derzeit ist dies eben nicht der Fall, sondern es wird alles nur zubetoniert, ohne irgendwie zu versuchen, die Parkplätze natürlicher wirken zu lassen. Parkgaragen sind wahrscheinlich teurer im Bau und daher Parkhäuser forcieren. Man kann die Dächer sicher auch nutzen. Das ist halt eine Frage, wie viel man sich zutraut. Ich kenne Beispiele, wo auf dem Dach eines Supermarkts ein Kindergarten untergebracht ist. Vielleicht kann man das andenken auch auf dem Parkhaus. Es gibt vielleicht schönere Plätze für Kindergärten, aber warum nicht daran denken, den Raum auch auf dem Dach zu nutzen? Ich glaube schon, dass es Sinn machen würde, wenn man die Parkplätze jetzt nicht so eingeschlossen baut, wie es jetzt der Fall ist, wo man sagt, okay, es ist irgendwie so eingeschlossen, alles und nur Parkplatz, 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 kein Stück grün, sondern wenn man sich halt wirklich irgendwie Konzepte überlegt, wie das funktionieren könnte, so die Idee mit am Park, auf dem Parkhaus drauf, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja? Wenn sich sowas architektonisch umsetzen lässt, wovon ich ausgehe, ja, wäre das zumindest ein Weg irgendwie, wo man sagt, okay, man kriegt ein bisschen Grün mit rein, ja, dass nicht alles irgendwie nur Betonwüste ist. Der Grünraum wird leider auch in Vösendorf immer weniger. Parkplätze sind aber aufgrund der steigenden Einwohneranzahl notwendig. Was wir jetzt machen, ist ein Parkraumbewirtschaftskonzept erstellen, das wir in der nächsten Zeit der Bevölkerung auch vorstellen wollen. Wir setzen also hier, wie auch andere Gemeinden im Umland Wiens, auf Kurzparkzonen, wie es auch Wien macht. Allerdings keine Kurzparkzonen, die kostenpflichtig sind. Wir hoffen da auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sie sollten also kostenfrei mehrere Stunden, aber nicht während des ganzen Tages genutzt werden können. Also es sollte hier nicht so sein, dass jemand zum Dauerparker wird. Das Auto ist in der Vorstadt deutlich weniger böse als in der Innenstadt. Was soll mit großen, einseitig genutzten Flächen passieren, wenn sie nicht gerade verwendet werden? Also ich denke, dass die Nutzung von solchen Flächen, gerade was zum Beispiel Parkplätze betrifft, auch nach dem Betriebsschluss sowieso in eine Nutzung gehen, die von den Individuen angenommen wird oder auch selbst bespielt wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Skater oder was auch immer diese Flächen in Anspruch nehmen. Aber eine andere Nutzung als jetzt diese extra zu widmen oder extra zuzuführen, würde ich nicht machen. Das soll man freilassen zur Nutzung, wie sie am besten angenommen wird. Ich glaube, viele Menschen werden Angst davor haben vor den möglichen rechtlichen Konsequenzen. Wir leben doch in einer Verbotsgesellschaft und jede Aneignung von Raum hinterlässt so im Hinterkopf ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Darf ich das? Darf ich mich hier überhaupt bewegen? Was ist, wenn der Besitzer kommt? Bekomme ich vielleicht eine Anzeige? Also ich glaube, das hält viele Leute davon ab. Bei Kindern wird man noch nachsichtiger sein, aber bei Erwachsenen, die dort ein Happening machen auf dem Parkplatz, kann das schnell ins Auge gehen. Die Frage stellt sich halt schon, ob man nicht irgendwie am Wochenende zum Beispiel oder auch am Sonntag oder halt auch abends den Parkplatz halt für andere Sachen nutzen könnte. Ja? Dass man zum Beispiel sagt, okay, man gibt den als Festlocation her oder man versucht halt dort irgendwelche sozialen Projekte umzusetzen.
Ja, das kann man so viele Möglichkeiten, es kommt darauf an, wenn es ist nichts mehr für Transport oder hinzufahren oder gehen. Man kann auch für die Leute, Beispiel die Leute, wo sozial leistungsschwach schwach vielleicht, eine schöne kleine Flohmarkt zum Aufbauen oder da kann man dort auch Versammlungen für die Leute, Konzerte, kleine Konzerte, irgendwie einen Treffpunkt für die Leute, für Feuerwehrfest oder sowas. Ja, da kann man schon benutzen, aber leer zu stehen, schade, finde ich. Für mich hat dieser Parkplatz keine große Bedeutung, weil der eben nur für den Merkur-Markt gedacht ist und dafür auch viel zu groß dimensioniert ist, da er auch immer halb leer ist. Und dadurch ist es für mich eine verschwendete Fläche, die auch versiegelt ist, wo keine Bäume stehen, gar nichts. Die könnte man eventuell auch anders nutzen, zum Beispiel für Events, von denen dann alle Flößendorfer was haben und nicht nur die Leute, die dann zum Merkur-Markt einkaufen gehen. Abgesehen von dem ökologischen Aspekt, dass es ja eine unglaublich große Flächenversiegelung ist, die auch eine große Aufheizung bedeutet, ist es auch, führt es auch zu so einer gesellschaftlichen Leere. Also man hat diese riesigen Flächen, die potenziell ja öffentlicher Raum sein könnten. Sie haben ja keine Absperrung, man betritt nicht wirklich eine intime Sphäre von jemandem, man betritt niemandem zu nahe, wenn man da was anderes macht als parken. Deshalb sollte man die auf jeden Fall zur Verfügung stellen für andere Tätigkeiten. Das wird wahrscheinlich den Geschäftsinhabern nicht gefallen. Viele möchten ja gerne auch am Sonntag den Parkplatz mit einem Balken abschließen und schreiben, dass der Aufenthalt verboten ist oder das Parken verboten ist. Aber es ist extrem störend, eine große Fläche zu sehen, die nicht genutzt wird und dass auch eine Nutzung verhindert wird. Also ich denke, es sollte doch freigegeben werden für die Allgemeinheit und eben genutzt werden für Sport, für Zusammenkünfte, wie auch immer, wenn es etwas zu verkaufen gibt oder sonst wäre es wirklich schade darum. Wie geht man mit großen privaten Grünflächen um? Wäre es möglich, sie der Allgemeinheit zugänglicher zu machen? Ja, als Beispiel würde ich da nennen den Seepark in Vösendorf. Die Sache ist die, im Sommer wird es hier sehr heiß und wir haben sehr viele junge Leute auch in Vösendorf, die allerdings außer im Schlosspark herumlaufen, nichts machen können. Es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit zu schwimmen. Im Seepark gibt es aber einen See, der ist aber privat und da können nicht einmal Kinder oder sonst Familien können da nicht schwimmen gehen, außer genau die Leute, die da wohnen. Ja, es ist halt schwierig, weil es ist privat und es kommt immer auf die Leute drauf an, ob sie ein Grundstück hergeben oder nicht, aber es ist eben leider, da kann man nichts machen. Privat ist privat. Dazu habe ich schon eine ganz klare Meinung. Privat ist privat. Ich kann einem privaten Grundstückseigentümer nicht vorschreiben, das Grundstück zum Gemeinwohl zu nützen. Wir haben solche Rechtsverhältnisse und ich würde da in keinster Weise auch nur daran denken, es zu verändern. Das ist natürlich sehr schwierig, weil wenn das ein Privatgrundstück ist, sage ich jetzt einmal, ist es halt ein Privatgrundstück. Da kann man halt irgendwie jetzt rein rechtlich oder so nichts dagegen machen. Ja? Natürlich würden wir uns wünschen, weil wir haben so einen aktuellen Fall bei uns in der Nähe, wo es um einen kleinen Teich geht, ja? Wenn der ein oder andere Eigentümer vielleicht doch Einsicht hätte und sagt, okay, wenn er es selber jetzt nicht vielleicht nutzt, ja? Oder wirtschaftlich nutzt oder täglich nutzt, dass er das Ganze vielleicht irgendwie doch für die Allgemeine zur Verfügung stellt, unter gewissen Auflagen natürlich, wo man sagt, okay, es ist vollkommen logisch, dass man sagt, okay, es soll kein Mist herumliegen, es soll irgendwie nicht verschmutzt werden und so weiter, aber so wäre das ganz, eigentlich ganz nett. Es ist halt die Frage, ob sich die Eigentümer darauf einlassen, ja, aber es bleibt wohl dabei, dieses Eigentum zu respektieren. Ich verstehe den Wunsch, ich kann das auch nachvollziehen, aber trotzdem ist meine Meinung dazu, dass man einfach dieses Thema dann abhaken muss und zur Kenntnis nehmen muss. Natürlich wäre es interessant, das öffentlich auch zugänglich zu machen oder zumindest teilweise. Ob das über Veranstaltungen ist oder ein vierteljährliches Event von Nachbarschaftstreffen oder was auch immer, würde ich es befürworten, dass man das zugänglich macht. Vielleicht Grillplatz für die Leute, wo jemand Familie treffen möglich.
so oder Zelt bauen für Leute, wo schönes Erlebnis wollen haben oder weiß ich wie. Hm? Diese Flächen sollten in jedem Fall geöffnet werden. Das haben wir zum Glück in Vöslendorf gemacht. Bei uns gibt es ja keine Privatteiche. Es gibt zwar private Spielplätze, die allerdings von den jeweiligen Wohnungserrichtern auch mitgeplant wurden. Da sehe ich es sogar als sinnvoll an, dass das ja dort nur diese Bewohner mit benutzen, die auch mitbezahlen. Aber grundsätzlich im öffentlichen Gut haben wir zum Glück das Problem nicht. Wie sieht die zukünftige Entwicklung dieses Ortes aus? In welche Richtung soll es gehen? Beziehungsweise soll eine bestimmte Richtung überhaupt festgelegt werden? Ich treibe mich immer so lange in der Gegend herum, bis ich Antworten auf Fragen kriege, die ich gar nicht gestellt habe. In den meisten Fällen gar nicht gestellt habe. Letztendlich kommt man den spezifischen Potenzialen von Gegenden ja auch nur damit auf die Spur. Also ich würde mir generell von der Gegend da einfach mehr Belebung wünschen und eine Revitalisierung im Sinne von Modernisierung und im Sinne von einer Verbesserung des Stadtbildes, weil wenn man sich da irgendwie die Gegend anschaut, Dresdner Straße und so weiter, also sonderlich ansprechend und schön ist es da jetzt gerade nicht. Es wäre zu hoffen, dass die Gemeinden da an einem Strang ziehen und nicht die Zuständigkeiten und Verantwortung direkt an der Grenze, der Stadtgrenze oder Gemeindegrenze endet. Also ich finde es schon wichtig, dass Vöslendorf eigenständig für sich selbst sich weiterentwickelt, aber doch auch die Nähe zu Wien sucht, weil es doch zu Wien gehört. Allerdings die Leute, die in Vöslendorf wohnen wollen, die haben sich das schon bewusst ausgesucht, weil sie eben nicht direkt in Wien wohnen wollen, aber auch schnell in Wien sein wollen. Deshalb ist es für mich wichtig jetzt, dass Vöslendorf zum Beispiel den öffentlichen Verkehr ausbauen könnte. Die Sache mit Siebenhirten ist an sich sehr gut. Es sind uns nur leider eben da die Hände gebunden, weil wir zwei Bundesländer sind. Aber grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Einvernehmen mit Siebenhirten. Es läuft immer sehr gut, auch mit den Veranstaltungen. Wenn in Vöslendorf was ist, kommen die Siebenhirten runter oder rauf. Also es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir verstehen uns mit den Leuten gut und ich hoffe, es bleibt in Zukunft auch so, dass wir alle gemeinsam an einem Strang sind. Wir da zum Beispiel im Tierschutzhaus, wenn wir Mittagspause machen wollen und nichts mit haben, wir müssen uns ins Auto setzen und ein paar Kilometer fahren, weil es dann nichts gibt. Ja? Oder halt was zum Essen bestellen. Das ist jetzt nur mal so ganz simpel gesprochen, wo man sagt, okay, vielleicht wäre es nett, wenn man da in der Umgebung vielleicht wieder mehr Gasthäuser oder einfach Lokale haben könnte. Weil es gab da mal was, also wenn man so schaut, die alten Schriften auf der Dresdner Straße und so weiter, es gab da schon Geschäfte und die nur haben die alle mittlerweile zugesperrt. Und so Leute, so betrifft man für alle Leute, Kaffeehäuser, ja, ist so ein bisschen mehr aktiv, die Siebenhirten, weil es nichts in Siebenhirten. Ja? Es gibt wirklich nichts, keine für junge Leute, gar nichts. Ja. Und es wäre schön, wenn es mehr Geschäfte. Und es sollte auch immer mehr auf Kleingewerbe geschaut werden, denn leider ist uns das Kleingewerbe, speziell der kleine Einzelhandel aus den Ortschaften, abhandengekommen. Wir haben nur noch am Stadtrand diese Einkaufszentren, diese Großeinkaufszentren, Großeinheiten des Handels, wie man sie nennt, mit mehr als 4000 Quadratmetern. Also man fühlt sich da nicht wirklich wohl. Der kleine Kreisler muss hier wieder angesiedelt werden. Da sind wir auch dabei, ein Konzept zu entwickeln. Die Frage ist nur, ob wir wirklich einen Interessenten finden in der heutigen Zeit. Ja, eine gesunde Mischung aus Wohnraum, Freizeitgestaltungen und umweltfreundlichen Betrieben.